Also für den Transport muss man lediglich hier runterdrücken und kann man einklappen. Und dann hat man ein schmales Packstück. Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Musikmesse 2011 bei Delamar. Wir sind jetzt hier am Stand von K&M. Weltberühmt, sage ich mal, durch Gitarren und andere Stands im Musikbereich. Bei mir ist der Michael, hallo. Hallo. Und wird uns mal die neue Produktline vorstellen, speziell im Bereich von Gitarrenständern und oder Stands, je nachdem. Und was sind die neuen Ständer und was sind so die Features von den neuen Ständern? Also wir haben jetzt erstmalig Gitarrenständer, haben wir ja schon immer im Programm gehabt. Jetzt haben wir erstmalig auch mehrfach Gitarrenständer. Und das Highlight dieser ist ganz sicher der Guardian. Ja. Komplett neu entwickelter Mehrfachgitarrenständer. Und der hat einige Features, die man auch mal am besten gleich vorstellt. Ganz wichtig sind diese Schutzbügel hier, damit die Gitarren voneinander getrennt sind. Das heißt also, ich kann nicht die eine Gitarre an die andere anschlagen. Das ist also schon mal ein Hauptmerkmal. Des Weiteren kann man die sowohl rechts einstellen oder als auch links, also beidseitig einstellbar. Ist geeignet für Akustikgitarren, genauso wie für Elektrikgitarren. Hat eine extra Vertiefung für die Elektrikgitarre nochmal. Außerdem haben wir darauf geachtet, dass die Saiten frei liegen, wenn die Gitarre einsteht. Also die Saiten sind noch liegen frei. Das Material ist alles hochwertiges TPE. Es ist sehr elastisch. Das heißt, die Gitarre, der Gitarrenkorpus wird geschützt und nicht beschädigt. Und hier auch nochmal in den Auflagen, da ist nochmal genügend Luft drin, damit einfach der Druck aufgenommen wird, dass keine Druckstellen entstehen. Also es sind sehr viele Vorteile im Detail und die man auch erst auf den zweiten Blick dann richtig erkennt. Aber das sind so typische Dinge, die ich halt auch von meinen Gitarrenständern bisher kannte. Das ist halt das Problem, dass halt eben das rutscht halt doch. Weil die haben ja alle doch eine etwas andere Form. Ja. Explorer-Gitarren, alles Mögliche gibt es ja mittlerweile an Form. Und das finde ich auch ganz nett gemacht, halt mit diesen verschiedenen Halterungen unten, dass sie dann entsprechend ihren Halt haben. Ich habe gesehen, es gibt ja in verschiedenen Ausführungen, ne, die Geräte. Also noch ein paar Kleinigkeiten. Ja. Wir haben hier zum Beispiel Pickhalter noch hinten dran. Okay. Sind so kleine Features. Und natürlich ist er auch klappbar. Also für den Transport muss man lediglich hier runterdrücken und kann man einklappen. Und dann hat man ein schmales Packstück, leicht zu transportieren. Und kann man nicht nur daheim im Wohnzimmer oder im Studio aufstellen, sondern eben auch mit auf Tour gehen. Ich merke gerade, es ist angenehm zu tragen, ist nicht so schwer, genau. Was für Ausprägungen von den Ständern gibt es da? Ja, wir haben die Version für drei Gitarren und haben noch ein Modell für fünf Gitarren. Wie gesagt, also für fünf Akustik oder fünf E oder man kann auch durchmischen, Bass genauso. Also für Dreier und eine Fünfer Version. Und dann haben wir noch eine zweite Ausführung mit transluzenten Elementen. Da wollten wir eigentlich nochmal jetzt das Thema Nitrolacke, das ja immer wieder mal aufkommt. Und das haben wir mit dieser Version definitiv erschlagen, weil hier ist keine Farbe drin und da gibt es auch keine Pigmentwanderung und keine Verfärbungen an Gitarren mit Nitrolacke. Also das müsste dann erledigt sein, das Thema. Ich wollte gerade sagen, das heißt, wenn jemand darauf besteht, hat er jetzt auch die Wahl, sich das zu nehmen. Nur die sichere Variante. Ja. Damit haben wir da auch eine Lösung. Letzte Frage noch, ich sehe gerade hier noch einen, gibt es auch die Stands in hängender Variante, ist das richtig? Ja, also das ist nochmal ein zusätzliches Modell, der Roadie. Der besticht nochmal durch seine tourtaugliche Konstruktion, ist eine Metallkonstruktion. Und zum Einhängen natürlich für Gitarren mit Kopfplatten, auch mit asymmetrischen Kopfplatten. Und da habe ich halt den Vorteil, ich brauche mich nicht um Kabelstecker zu kümmern, die sind halt frei, es ist genügend Platz da. Der Roadie ist höhenverstellbar, kann man also hier verschiedene Höhen einstellen für Standardgitarre, Les Paul oder was auch immer, genauso wie für einen langen Bass, also passt auch. Oder natürlich Flying V oder Explorer und andere Typen ist der natürlich bestens geeignet. Die Füße lassen sich noch einklappen. Und dann haben wir natürlich
Flaches Packstück und optimal für die Tour. Super spannend, ja. Stabil und wie gesagt, fit für tourtauglich eigentlich. Werde ich mir dann gleich zwei mitnehmen. Dazu kommen wir aber natürlich zu der Frage, wann kann ich sie denn mitnehmen? Also ab wann sind denn die Geräte wahrscheinlich verfügbar? Alle Neuheiten, die wir hier vorstellen, sind auch ab sofort lieferbar, sind am Lager. Wir haben so und so eine sehr hohe Lieferverfügbarkeit. Und zwar von unseren 1500 Katalogartikeln, das sind 96% eigentlich immer am Lager und lieferbar. Super, dann bedanke ich mich schon mal für das Interview. Dankeschön. Ja, das war Maria Kimmerlin-Hühn für Delamar hier am Stand von K&M. Wir wünschen euch noch viel Spaß bei den nächsten Videos. Bis gleich.